Rechtzeitig ist Union Berlin wieder auf Kurs gekommen. In der Liga gewann Union zuletzt mit 3:1 gegen Mainz. Und im DFB-Viertelfinale empfing Union Berlin zu Hause das Team aus Hamburg, den FC St. Pauli, den dritten aus der zweiten Liga. Ja, dieses 3:1 gegen Mainz, das war so wichtig. Endlich mal wieder Tore geschossen, was 3 Spiele zuvor nicht geklappt hatte. Dann ein Freistoß für St. Pauli, 21. Spielminute und plötzlich führten die Gäste hier mit 1:0. Aber Union ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Geraldo Becker aus der Drehung mit einem klasse Abschluss. 45. Spielminute, langer Ball vom Baumgartel. Awoniyi. Und da kommt der Ball zu Geraldo Becker und der machte das 1:1. Ein verdienter Ausgleich, kein Abseits von Awoniyi. Paulis Keeper Schmarsch rutschte aus, kam dann nicht mehr an den Ball heran. Das war natürlich auch ein bisschen glücklich, aber das Glück gehört dem Tüchtigen und Union hatte sich diesen Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause verdient. Wieder Baumgartel überlegt, Pauli stand ganz tief hinten drin. Jeckel mit dem langen Ball da vorne rein, Prömel und Andreas Vogelsammer, der war gerade eingewechselt worden, wird hier gefoult von Medic. Meiner Ansicht nach hätte man hier auch auf den Punkt zeigen müssen. Medic hält hier Andreas Vogelsammer ganz klar, dass der den Ball einfach nicht mehr gefährlich auf das Tor bringen kann. Trifft ihn dann noch ein wenig, aber der Pfiff blieb aus. Es blieb also beim 1:1, dann die 75. Spielminute, Jeckel mit dem langen Ball und dann rutscht Medic aus und Andreas Vogelsammer hat die Chance und macht das Tor zum 2:1. Was für ein Joker-Tor. Medic hat den Ball eigentlich vor ihm, rutscht erneut aus. Wieder ein Pauli-Spieler, der wegrutscht. Und Vogelsammer, der ließ sich diese Möglichkeit natürlich nicht entgehen. Eiskalt verwandelte er der Joker zur Führung für Union. Auch die war absolut verdient. Es ging in die Nachspielzeit. Dann gab es natürlich Kontermöglichkeiten für die Eisernen. Wieder Vogelsammer. Vogelsammer setzt sich durch gegen Irvine. Vorbei an Schmarsch, aber an den Pfosten. Pech für ihn. Und St. Pauli hatte noch eine Möglichkeit. Ecke in der dritten Minute der Nachspielzeit. Und dann kommt noch einmal der eingewechselte Mackinock an den Ball. Union zieht ins Halbfinale ein. Zum zweiten Mal seit 2001. Union im Halbfinale. Und am Wochenende gegen Wolfsburg. Freddy, DFB-Pokal Halbfinale, herzlichen Glückwunsch. Wie war das Spiel für dich? Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Gegentor war schade für mich, für die ganze Mannschaft, aber wir haben eine gute Reaktion und ja, verdient gewonnen. So, ja, und Halbfinale, das ist perfekt. Pauli hatte irgendwie über das ganze Spiel nicht wirklich viele Chancen. Die hatten mehr oder weniger nur den Freistoß in der ersten Halbzeit, Der war drin. Wie ist es dann als Torwart? Du hast irgendwie die ganze Zeit wenig zu tun, Dann kommt einer rein und dann musst du mal da... Natürlich, das ist für mich nicht optimal und auch wenn ich nicht so viele Spiele mache, aber am Ende ich muss einfach fokussieren, was ich selber machen kann in die Spiel und dann spiele ich mit dem Fuß und so und war für mich immer gut zu spielen. Hast du einen Wunschgänger fürs Halbfinale oder nimmst du, was kommt? Nein. Na, wir sehen und einfach Halbfinale ist top. Danke dir. Ja. Krischer, 2:1 Heimerfolg gegen St. Pauli. Wieder ein Heimsieg. Wie fühlt es sich an? Ja, wie soll es sich anfühlen? Gibt nichts Schöneres. Vom Gefühl her war es heute schon ausverkauft. Ja, unglaublich, was ihr und Jona da draußen entfacht. Ihr tragt uns wirklich durch die Heimspiele. Wir sind so erleichtert, dass wir die nächste Runde erreicht haben und der Traum lebt. Kommen wir mal zum Spiel. Ich habe gerade mit Freddy gesprochen. Er meinte, es ist scheiße, mehr oder weniger, wenn die ganze Zeit nicht so aufs Tor kommt, dann musst du da sein. Wie ist es für euch? Ihr habt die ganze Zeit den Ball, dann hat St. Pauli einen Freistoß, 1:0. Was macht man dann? Ja, ist natürlich schwierig. Also wir hatten ein eigenes Spiel fest in unserer Hand. Dann kommt ja, St. Pauli durch diesen Freistoß einfach in Führung. Wir haben uns dadurch aber jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern weiter beharrlich unseren Fußball gespielt, haben Chancen kreiert. In der ersten Halbzeit einfach nicht effektiv genug gewesen. Dann kommt natürlich das Tor zum richtigen Zeitpunkt und am Ende wird die harte Arbeit belohnt. Beide Tore ja irgendwie ein bisschen ähnlich.
einmal der Torwart, einmal der Verteidiger rutscht weg. Dann sind wir aber da. Da einer von euch nochmal vorher ein bisschen Spüli auf dem Platz verteilt? Nee, das nicht. Aber wir wissen natürlich, was für Verhältnisse wir hier haben. Ich glaube, bei uns spielt jedes Spiel, jeder Spieler mit Eisenstollen. Ich weiß nicht, wie es heute beim Gegner aussah. Deswegen war das vielleicht der kleine Heimvorteil. Der Traum lebt weiter. Hast du einen Wunsch fürs Halbfinale? Nö, ist mir scheißegal. Hauptsache ein Heimspiel. Sauber. Geraldo, am Samstag ein Tor, eine Vorlage, heute wieder getroffen. Schöne Woche für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann. Für uns, den Verein und für mich ist es sehr wichtig. Du bist heute schon wieder unglaublich viel gelaufen, über das ganze Feld, sehr schnell. Wie ist es für dich? Wo holst du die ganze Power her? Samstag 90 Minuten, heute schon wieder? Ja, weißt du, es ist so, du musst einfach gut regenerieren. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel werden wird. Wir viel laufen müssen und es der Verteidigung sehr schwer machen müssen. Am Ende zählt das Ergebnis und das ist das, was wir brauchen. St. Pauli stand besonders nach dem 1:0 relativ tief in der eigenen Hälfte. Wie habt ihr es da geschafft, hinter die Abwehrkette zu kommen? Wir mussten einfach weitermachen. Vor dem 1:0 hatten wir viele Chancen, haben uns vor allem viele Chancen erarbeitet. Wir waren oft in ihrem 16er, aber meistens hat einfach der letzte Pass gefehlt. Deshalb müssen wir immer weitermachen und dann bekommen wir die Chance zum Treffer. Wir haben noch die Chance auf den DFB-Pokal, auf den Titel. Was glaubst du, was dieses Jahr noch drin? Es fühlt sich einfach sehr gut an. Wir haben das Spiel gewonnen und sind im Halbfinale. Wir werden sehen, gegen wen es dann geht. Aber insgesamt ist es für uns und den Verein einfach überragend. Aber wir müssen weitermachen. Danke dir. Yes, you're welcome.